ist noch jemand im Fahr... Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertreiben. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill-Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut aufhatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? So kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Und dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber oh, was hab ich nur angerichtet? Will er wirklich für alle Ewigkeiten in diesem Schacht stecken bleiben? Du, Mac? Ja? Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Pff, hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist,
Dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa -12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronocar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. In welcher Zeit? Ich bin mir mittlerweile ziemlich... Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau, und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Hä? Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronocar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelwaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Look for the... Bist du einer von den Ältesten? Ja.
aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Ach, komm schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächst... Und bis es soweit ist, fehl bei meinen putzig... Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich... Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Bist du einer von den Elfen? Also. Wurstthings Wurst. Der Automat für Ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Alles ist besser als Wurst. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan... Sag bloß. Und ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung?
So etwas. Oder natürlich. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Puff. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Oh. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Versteh einer diese Elysianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die nur. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen zu transportieren. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Versteh einer diese Illusion erst. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum Altbe... Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Ein weiteres Meister... Da fehlt ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Furz langweilig ist es da. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause. Nimm dir einen Keks. Der schon wieder. Du
Hurra! Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Aua! Was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh! Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber... herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich gern gemacht. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Das solltest du lieber sein lassen. Und wenn nicht... Ich habe dich gewarnt. Was? Was tust du? Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbotsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep! Siehst du? Halb so wild! Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer! Ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep! So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Woohoo! Scanne DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monsterfußpantoffeln aus echten Monsterfüßen hergestellt werden, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu doof. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Test Speichelwaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Du hast...
Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Ah, oh. Hör, aufhören! Ah, ah. Oh. Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Au, au, au. Ah, ist das heiß? Ah. Schnauze, das muss so. Au, ah. So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Kommst du jetzt endlich... Nein, ich... Aber die... Daraus könnte man einen ganzen Teppich stricken. Vorausgesetzt, man bekommt den Mottenkugelgeruch raus. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. So, das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Neben der Springform ist der Mixer mein Lieblingsküchenutensil. Allerdings sollte man nicht versuchen, darin Knallfrösche zu halbieren. Ja. Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Nein, Tackleberry Finn! Nein, stopp, Tackleberry. Aha, ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Für einen Cocktail braucht man... Und eigentlich... Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Madenmett. Es geht doch nichts.
Kamadenwurst. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Ah, germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Und dein Plan ist was genau? Hier so lange sitzen bleiben, bis sich das Problem von selbst behoben hat? Ich weiß, die Aufgabe ist für einen Würdenträger eigentlich unzumutbar. Aber für das Wohl meiner Untergebenen nehme ich diese Bürde gerne auf mich. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen! Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe! Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Boah, endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Eine Niete. Scanne DNA-Probe. Brrr. Wiep. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja unerhört. Thank you.
Was? Ein Streicheltier natürlich. Das ist doch... Nimm das so... Ein Streich? Oh ja, es ist flauschig, hat Zobelstreifen, welch Wonne! Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe, aber diesmal... Ach, wo sind... Bald ist die rosa Farbe... Wo ist denn der Datasettenschlitz für den Masseur? Im Computerkern. Eigentlich sollte Ronny alle Dienstbots im Störfall automatisch ersetzen. Wir hätten ihn gestern vielleicht nicht als Zielscheibe fürs Shampoos-Korkenweitschießen benutzen sollen. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Das sind doch nicht die Hände eines Masseurs. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Es ist so schön.
Wir, was für Buh! Was soll denn das für ein Kla... Der ist ja nicht... Ich habe mein... Ich fühl... Wie jetzt? Was... Buh...